Ja. Hallo und herzlich willkommen. Weiter geht's mit einer weiteren Folge von dem weiteren Fortgang der Handlung von Cyberpunk 2077. Wir sind immer noch dabei, in der Haupthandlung zu progressieren quasi. Und zwar sind wir gerade in einem Braindance, das wir von Evelyn bekommen haben, die wir im keine Ahnung, wie hieß die Bar nochmal? Lizzie's Bar getroffen haben. Und es geht darum, wo der Sohn von dem Arasaka-Chef den geklauten Chip in seinem Apartment versteckt hat. Und dazu hat Evelyn das letzte Mal Spionensoftware oder Hardware benutzt, um bei ihrem Aufenthalt in dem Apartment alles aufzuzeichnen. Und wir sollen jetzt rausfinden, mithilfe von fortschrittlicher Technologie, wo diese andere fortschrittliche Technologie sich befindet. Ja, gut. Das ist soweit die Einführung. Ich hoffe, das ist alles in einer halben Stunde machbar. Und dann geht's los. Wir sind gerade in Ihren Erinnerungen und steigen aus dem Fahrstuhl. Es geht ja gut los. Okay. Hallo, wie komme ich hier? So komme ich rein. Okay. Du. Warte mal, spulen wir mal zurück hier. Okay. Okay, Relic Dogs. Was ist das hier? Okay. So, wo sind wir? Hier. Was ist das hier zum Beispiel? Okay. Was siehst du denn da? Oh. Ja, diese Subnetze. Okay. Okay, militärische Hardware. 96% kybernetisch, da ist nicht mehr viel Mensch übrig.
Na gut, dann. Oh, hier oben ist noch eine Kamera. Okay. Dann. Ein alter Kreis. Es ist immer das Problem, wenn der Vater ein Kreis ist und der Sohn ist ein Quadrat. Persönlich bin ich ja ein Dreieck. Telefon, okay. Ja, großartig. Den Flathead. Okay, gehen wir mal in den Modus zurück. Okay. Achtung, Betrugsgefahr. Klicken Sie auf keinen Fall auf Werbemails für Penisvergrößerungs-Nanogel. Diese sind ein Betrugsversuch. Herkömmliche Gels stimulieren kein Zellwachstum. Okay. Das ist wohl Spam. Ihr Besuch im Himmel von Cloud, sehr geehrter Mr. Arasaka, wie immer möchten wir Ihnen dafür danken, dass Sie unsere Dienste in Anspruch genommen haben. Wir hoffen, dass es Clouds gelungen ist, Ihren Aufenthalt in Night City angenehmer zu gestalten. Sogar unvergesslich, wir würden uns geehrt fühlen, wenn wir Sie bald wieder begrüßen. Ihnen bald wieder zu was? Zu Diensten sein zu können, okay. Wir hatten davor, war aber noch eine. Ha. Okay, nochmal. Anders Hellmann, Relic, dringend, bitte verzeihen Sie mir. Der Biochip muss unverzüglich ins Labor zurückgebracht werden. Für seinen unmissverständlich interessant. Da war noch was anderes vor. Okay.
Animals A Alpha betreff Betrugswar nee. Brauchen Sitz dir ein. Ich denke mal, die werden wir lesen können, wenn wir dann selber hier einbrechen. Insofern ist das nicht so wichtig. Okay. Okay. Das sind keine Daten. Und da liest er. Okay. Oh, da hinten. Okay, will ich vielleicht noch gucken, was da los ist hier? Hier ist auch noch irgendwas. Ah ja. Was ist das hier? Okay, das war's dann wohl. Und Blinklichtwarnung wieder. Immer noch Blinklichtwarnung. Und jetzt sind wir, glaube ich, raus aus der Blinklichtwarnung. Schon klasse, wie gut die Haare mittlerweile hinkriegen. Ich meine, sieht nicht super realistisch aus, aber wenn ich so an frühe 2000er
animierte Filme denke, da sah das deutlich schlimmer aus. Okay. Wir müssen los. Wir müssen los. Dup, 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 dup. Level. Okay. Okay, entschließen hinter sich ab auch noch. Okay. Was wollen wir denn hier? Konstitution, Reflexe und technische Fähigkeit haben wir hier. Und erhalte beim Zerlegen von Items mehr Komponenten. Das klingt nach einer coolen Idee. Coolness erhöht den Schaden durch Waffen mit Schalldämpfern. Okay. Und hier haben wir, nachdem du einen Gegner neutralisiert hast, erhältst du 10 Sekunden lang Kampfmaschine und dein Bewegungstempo erhöht sich um 2%. Da könnten wir rein. Intelligenz ist hier so Hacking. Da bin ich jetzt noch überhaupt gar nicht so besonders toll bei. Aber das ist das, was ich immer nehme. Wir können hier Reflexe, Handfeuerwaffen, technische Fähigkeit und Coolness zum Schleichen.
Haben wir hier schon irgendwo Level Cap erreicht? Nee, haben wir nicht. Bei der Itemherstellung am ehesten. Also gehen wir dahin. Gut. Und dann legen wir das auch hier hin. Halte beim Zerlegen von Items mehr Komponenten. Das sollte nützlich sein, weil wir haben auch schon wieder Kram eingesammelt, den wir zerlegen können. Diese Hose ist echt furchtbar. Gucken, haben wir da nichts Besseres? 5. Die 13, die ist besser, aber Mindestlevel 5. Wieso? Ich habe doch Level 5. Ist das eine 6? Okay. Super kleine Schrift. Okay. Neue Waffen hier. Die ist besser als die, weil da der Dingens drin ist. Wenn wir den rausnehmen, das können wir nicht rausnehmen, ne? Erhöht die kritische Trefferchance. Aber mir scheint, dass selbst wenn ich hier Schalldämpfer rein tue, sind das immer noch mehr als. Hallo? Ach so, so muss ich das machen. Okay. Das sind immer noch mehr als die 46. Also, ha. Benutzen wir das mal. Aber wir können keine Mods reintun. Wir können nur noch ein Zielfernrohr reinsetzen. Hier könnten wir ja Zielfernrohr, das wir hier haben. Aber 47 und irgendwas 50 ist jetzt nicht so der Unterschied. Darum behalten wir die mal. Okay. Und was haben wir hier? 75, 78. So, 78, 75. 49, was ist das hier? Dying Knight, das ist die Waffe, die ich behalten muss, weil die ist ikonisch, die kann ich dann nachher aufwerten. So, dann wollen wir hier mal minus 0,03 Sekunden und 2 Meter Reichweite und hier plus 3 Meter Reichweite. Nehmen wir also den und das bauen wir auseinander und die hier. Ach, hier ist auch noch einer drin. Den hatte ich doch rausgenommen schon, ne? Ja. Okay. Irgendwie das mit den Mods kriegen die nicht geregelt. 37, das lohnt nicht zum Verkaufen, die baue ich auseinander. 35 lohnt auch nicht, baue ich auseinander. 23 baue ich auseinander. Die behalte ich. Und das hier. 93, das wäre schon richtig gut, aber da bräuchte ich noch ein Level. Also da müssen wir warten, bis wir die benutzen können. Goodie. So viel dazu. Haben wir auch noch. Nee, wir haben keine neuen Nahkampfwaffen. So, ja, hier könnte man tatsächlich schon was herstellen, so eine Schrotflinte. Mit 97, das ist gar nicht schlecht. Oder hier so ein Sniper. Da haben wir aber noch nicht so wirklich, können wir noch nicht so wirklich benutzen hier. Hier die Dying Knight könnten wir upgraden, wenn wir genug erforderliche Vorteile Kunst. Okay. Warum ist das blockiert? Oh, ich werde angerufen. Okay. Hier war das, ne? Ja. Upft, 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 upft.
Okay, hallo, wie sieht's aus bei dir? Was geht? Ich habe die Kundin getroffen. Sie bot mir ein Budget, hat mir ein Budget gezeigt von einem Ort, den wir besuchen sollen. Okay, ja, halte ich dich auf dem Laufenden. Ich gehe gerade raus. Also, jetzt könnten wir die Militech-Agentin anrufen und die könnte uns helfen beim. Zuerst kommt der große Realitätscheck, der die Zukunft der Welt einläutet. Okay. Okay. Ja, gucken wir mal, wie viel Zeit haben wir noch? Ja, noch 4 Minuten. Für diese Episode. Dann lohnt das irgendwie nicht weiter, irgendwelche Hauptquest-Sachen zu machen erstmal. Können wir da beim nächsten Mal hingehen. Wir können jetzt hier mal ein bisschen rumlaufen und die Gegend absorbieren und vielleicht ein paar Nebenhandlungen oder so ein paar Straßen Aktionen und suchen hier. Oh, wie zum Beispiel Explosionsgranate hier und ein Visier. Okay. Hab mich schon um alle Gangs gekümmert hier, oder was? Das sind interessante Hosen. Oh, das sind gar keine Hosen. Oh, Lubega ist auch hier. Das nochmal Lubega. Okay, ich habe keine Ahnung mehr, wo ich bin. Oh, da können wir hin. Und da Verbrechensmeldung, neutralisieren Sie Gefahrmittel und das ist auch Gefahrmittel. Also Gefahrmittel, glaube ich, kriege ich hin. Aber vielleicht speichere ich vorher ab. Okay. Halt, stehen bleiben, Bundeswehr! Oh, man kann echt scheiße schießen hiermit. Hilfe! Okay. Die haben einen ganz schönen Rückstoß hier. Okay. Immer eine andere Waffe holen hier.
Okay. Manometer. Läuft einfach weg. Nicht so Danke sagen oder sowas. Ja. Okay, dann geht's weiter beim nächsten Mal. Wenn wir vielleicht erstmal noch ein paar Level machen und dann in diese andere Aufgabe gehen, wo wir irgendwie quasi das Zeug besorgen müssen für den Heist, den wir machen wollen. Danach. Weil ich glaube, ich muss erstmal hier eine ordentliche Hose ankriegen und dafür muss ich ein Level aufsteigen, bevor ich da hingehe. Sonst mache ich mich lächerlich. Das ist nicht mehr die Jahreszeit für Shorts ist. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Like das Video und subscribed und schreibt einen Kommentar, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt. So. Dann bis dann. Und